So, heute lese ich euch vor aus einem Buchprojekt, was gerade der Konstantin schreibt. Das heißt The Curse of the Wizard. Und da geht es um eine Bande, einen Jungen, der die Welt, in der er lebt, beschützen muss. Und dafür braucht es eine Zeitreise, um ein bestimmtes Heilmittel zu finden. Weil in dieser Welt ist eine Art seltsame magische Krankheit ausgebrochen. Und es geht um ein Mittel namens Mondsteintau, was gefunden werden muss, um diese Krankheit zu heilen. Und dabei bekommen die Kinder auch Hilfe von verschiedenen Wissenschaftlern und Magiern. Und ich lese euch jetzt das Kapitel 6 vor. Professor Proven blickte nach oben. Ah, da ist der Ausgang, sagte er. Endlich, stöhnte Henry auf und blickte ebenfalls zu der Luke. Dann fragte er, und wie kommen wir da hoch? Kein Problem, erwiderte der Professor. Er richtete seinen Zauberstab auf die Luke und sagte, Ropio, ein langes Seil schoss aus der Spitze des Zauberstabes. Es verknotete sich an dem Lukengriff. Marco, der in Gedanken vertieft auf den Boden gestarrt hatte, zuckte zusammen. Und blickte auf die Luke. Professor Proven zog an dem Seil und die Luke öffnete sich und das Sonnenlicht drang hinein. Professor Proven deutete auf den Boden und sagte, Himoto. Der Boden erzitterte und bebte und da, wo gerade eben noch eiskalter Steinboden war, stand jetzt eine Treppe. Sie gingen alle die Treppe hinauf und nun erblickten sie einen wunderschönen Hafen. Überall waren Schiffshupen zu hören und überall flogen Möwen herum. Und nun erblickten sie die riesigen Schiffe. Ah, da drüben ist er, sagte Professor Proven und deutete mit seiner Hand auf ein großes Schiff, das so aussah, als ob es schon sehr viele Stürme und Abenteuer erlebt hatte. Henry glaubte seinen Augen nicht. Wow, die Big Maul, das unbesiegbare Schiff, sagte Henry, der sehr gerne Abenteuerbücher über Piraten las. Und auf dem Schiff stand der legendäre und berühmteste Captain Wave. Seine blonden, langen Locken fielen ihm ins Gesicht und seine gesamte Mannschaft stand neben ihm. Die einen groß, die anderen klein. Manche waren dick, die anderen waren dünn. Insgesamt waren es 15, zählte Marco. Alle winkten ihm zu. Okay, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, Tschüss zu sagen, denn ich habe es eilig. Ich muss was sehr Wichtiges machen. Also, ciao, sagte Dr. Proven. Als Marco und Henry sich umdrehten, löste sich Professor Proven gerade in Luft auf. Was? Schrie Marco, der sowas noch nie gesehen hatte. Das ist normal, wenn man appariert, beruhigte Henry Marco. Und was ist apparieren? Fragte Marco ahnungslos. Apparieren ist, wenn man an einem Ort verschwindet und an einem erwünschten Ort wieder auftaucht, sagte Henry, der schon ein Jahr lang auf eine Zauberschule ging und schon sehr viel über Magie wusste. Und sie gingen auf das große alte Schiff zu. Captain Wave grüßte sie. Seine Abenteuerlust war ihm aus der Stimme anzuhören. Er blickte sie mit seinen braunen Augen an. Jetzt möchte ich euch meine Mannschaft vorstellen, sagte Captain Wave mit seiner freudigen Stimme. Ja, und da geht es weiter. The Curse of the Wizard.